solch einer Prüfung stellen. Es ist an der Zeit. Jeder, der das Erwachen der Macht gesehen hat, weiß, dass Kylo Ren in irgendeiner Weise verrückt nach seinem Großvater Darth Vader ist. Besonders bekannt ist er die Szene, als er zu Vaders verbrannter Maske spricht. Aber wie kam Kylo in den Besitz dieser, ich sag mal, Antiquität? Die Star Wars Kurzgeschichte The Perfect Weapon beantwortet uns hierbei möglicherweise unsere Frage. In dieser Geschichte geht es um Bassine Natal. Ich bin mir sicher, einige von euch kennen sie noch als Agentin der Ersten Ordnung in Maz Kanatas Schloss. Also in dem Buch wird Bassine von einer mysteriösen Person angeheuert, ein spezielles Paket abzuholen. Was nun kommt, erinnert ziemlich an Mission Impossible, denn sie bekommt den Auftrag von einem Druiden mit einer Sprachnachricht, welche sich nach der Überlieferung der Botschaft selbst zerstörte. Ihr Auftrag führte sie in ein uraltes, heruntergekommenes psychiatrisches Institut, welches das Zuhause für einige Sturmtruppler im Ruhestand war, welche allerdings zu dem Zeitpunkt, als sie dorthin kommt, schon alle längst tot sind. Sie findet das gesuchte Paket in dem Zimmer vom ehemaligen Sturmtruppen-Captain mit dem Namen George Rippers und es ist bekannt, dass er als Captain bei der Schlacht um Endor eingesetzt wurde. Die Geschichte geht weiter, indem sie das Paket mitnimmt und es ihrem mysteriösen Auftraggeber übergibt. Ich denke nun, auch wenn wir in der Kurzgeschichte nicht erfahren, was in dem Paket drinnen ist, dass in diesem Paket Darth Vaders Helm war. Seit wir wissen, dass Tribulus auf Endor war während der Zerstörung des zweiten Todessterns, sehe ich es als sehr wahrscheinlich, dass er quasi über Darth Vaders Scheiterhaufen stolperte und sich selbst ein kleines Souvenir mitnahm. Er hatte den Helm über all diese Jahre gehortet, bis Bassine kam und ihn ihrem Auftraggeber überreichte, welcher meiner Vermutung nach natürlich Kylo Ren ist. Natürlich sind das alles nur Spekulationen, aber irgendwie wirkt das alles ziemlich angedeutet. Die Kurzgeschichte The Perfect Weapon war eine kleine Vorgeschichte zur Episode 7, in der einige der kleineren Fragen, ich könnte mal in die Kommentare schreiben, was ihr so von der Theorie haltet. Ich hoffe mal, dass euch das Video gefallen hat und vergesst auch nicht auf Instagram vorbeizuschauen. Vielen Dank fürs Zusehen und möge die Macht mit euch sein. Star Wars ist der ewige Kampf zwischen Gut und Böse. Im Fall von Episode 7 sind es der Widerstand, der sich unter der Führung von General Leia formiert hat, und auf der anderen Seite die böse Erste Ordnung. Diese wird vom obersten Anführer Snoke befehligt und kommandiert. Doch wer ist dieser Snoke eigentlich genau? Ich will versuchen, in diesem Video das für euch herauszufinden. Seid euch jedoch darüber im Klaren, dass ihr Spoiler-Territorium betretet. Wer Episode 7 also noch nicht gesehen hat, der sollte jetzt besser abschalten. Der oberste Anführer Snoke wird von Motion-Capture-Legende Andy Serkis gespielt. Dieser hat auch schon Gollum in der Herr der Ringe in Szene gesetzt. Fans sind geteilter Meinung, aber ich finde, das Wenige, das man von ihm bisher gesehen hat, lässt Raum für eine großartige Story-Fortsetzung in Episode 8 und 9. Denn Snoke ist und bleibt ein Mysterium, schließlich ist er ja nur ein riesiges Hologramm und sicher wissen tun wir eigentlich nichts über ihn. Im Film sagt er, dass er Kylo Ren auf die dunkle Seite der Macht gezogen hat und ihn zu Ende ausbilden will. Also ist Snoke wahrscheinlich machtaffin. Inwieweit er ein Sith oder ähnliches ist, wissen wir nicht. Markant sind an Snoke seine Narben, die er im Gesicht hat. Einige Fans glauben, er könnte in Wahrheit Darth Plagueis sein. Snokes nichtmenschliches Aussehen würde schon einmal darauf hindeuten. Plagueis hat schon Palpatine ausgebildet und konnte andere Lebewesen vor dem Tod bewahren. Warum sollte er sich nicht also selbst vor dem Tod bewahrt haben können? Eine andere Fantheorie setzt an Snokes Narbe in seinem Gesicht an. Wäre es nicht möglich, dass er kein Ren ist, der am Ende des Lichtschwertkampfes auf der Starkiller Base mit einer Narbe in seinem Gesicht gezeichnet ist? Dann könnte er möglicherweise es irgendwie geschafft haben, in der Zeit zurückzureisen und Kylo, also sich selbst stärker zu machen. Zeitreisen kommt in Star Wars eigentlich nicht vor, aber J.J. Abrams hat dies ja auch schon in Star Trek geschafft einzuführen. Ob diese Theorien tatsächlich so gedacht und umgesetzt werden, ist also fragwürdig. Die Darth Plagueis-Theorie ergibt ja Sinn, aber Snoke als Zeitreisender, ich weiß nicht, ob ich das sehen wollte. Aber was haltet ihr eigentlich davon? Glaubt ihr an eine der Theorien? Oder habt ihr eure ganz eigene? Schreibt es mir unten in die Kommentare.
Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr Videos dieses Formates sehen wollt, abonniert doch den Kanal, das würde mich sehr freuen. Aber nun, möge die Macht mit euch sein. Immer.